Film und freue mich auf einen interessanten Vortrag. Viel Spaß. Ja, danke Ralf. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören und will euch heute ein bisschen mitnehmen. Ich hatte ja auch im letzten Skeptiker den ersten Teil eines zweiteiligen Artikels zum Thema der Epidemie der Verschwörungsmythen, die wir momentan gerade so erleben. Und als kleinen Einstieg in das, was ich mir heute so anschauen möchte mit euch, wäre zunächst mal, habe ich einfach mal ein paar Bilder von einer der sogenannten Hygienedemos noch aus dem April. In dem Fall war das in Fulda, da lief also eine Frau rum mit einem Schild auf dem Rücken: Wir wollen Freiheit, wir wollen das Grundgesetz, wir wollen Demokratie, Widerstand 2020. Das klingt oben alles noch ganz gut. Wenn man dann mal auf die Homepage von Widerstand 2020 gesehen hat, stellte man fest, dass das mit Freiheit und dem Grundgesetz bei denen nicht so wahnsinnig weit her war. Wenn sie sich dann rumgedreht hat, sah man also Folgendes, was sie auf der anderen Körperseite trug. Von was steckt hinter Corona über Warren Buffett, 5G, Bill Gates, Rockefeller und so weiter und so weiter. Da findet man eigentlich so die ganzen Themen, auf die ich heute kurz eingehen möchte, nämlich zunächst mal die Behauptung, die eigentlich bei diesen Geschichten immer dahinter auftaucht in letzter Zeit ist, ist es denn nur eine Grippe? Dann, was steckt dahinter? Da steckt so die Geschichte drin, was man in den USA als Plandemic bezeichnet. Also das ist alles eine Inszenierung, das war alles vorweg geplant. Dann das Thema Impfungen und Impfzwang, auf das ich ein bisschen weiter eingehen werde. Die Frage, was hat eigentlich Covid-19 mit 5G-Mobilfunk zu tun und was auch auf dem Schild dieser Dame auftaucht, der Deep State. Und das ist jetzt dass man nicht sieht, dass das nicht nur in Fulda ein Thema war, ein Bild aus meiner Lokalzeitung. In Bad Homburg, da demonstrierte also im Mai eine Bürgerinitiative frei von 5G, also gegen Mobilfunk im Taunus. Und da hieß es also abschließend in dieser Meldung, es sollte bei der Kundgebung auch um das Thema Impfpflicht gehen. Und wenn man sich jetzt überlegt, was denn 5G-Mobilfunk mit dem Thema Impfpflicht zu tun hat, dann ist man eigentlich schon mitten in unserem Thema drin. So, fangen wir also einfach mal vorne an bei der Frage, ist das alles nur Panikmache? Handelt es sich eigentlich nur um eine ganz normale Grippe? Und dazu habe ich einfach mal, damit man sich mal einen Begriff davon machen kann, was eine ganz normale Grippe ist und wie die sich so äußert in der Gesamtepidemiologie, ein paar Zahlen mal aus Italien mitgebracht. Das sind die Todeszahlen pro Tag in Italien. Für jeweils Januar bis März über die letzten paar Jahre. Jede Linie ist also ein Jahr. Und man sieht hier, dass diese Zahlen im Januar deutlich stärker fluktuieren, als sie das im März beispielsweise tun. Und das kommt im Wesentlichen durch die Intensität der Grippewellen. Wenn irgendwo von Grippetoten die Rede ist und es sind so und so viele Leute durch die Grippe gestorben, dann ist das eigentlich nicht, sind das nicht Leute, die diagnostiziert durch die Grippe gestorben sind, sondern das ist einfach nur die Übersterblichkeit im Winter, an der man sozusagen diese Grippetoten ableitet. Und man sieht, dass das hier von Jahr zu Jahr doch relativ deutlich schwankt. So zwischen 450 und 650 Toten pro Tag in Gesamtitalien über alle Todesursachen hinweg. Und das Rote ist jetzt das Jahr 2020. Wenn wir dann in März reinkommen, dann sehen wir, dass das zu den Grippezahlen einfach überhaupt nicht mehr passt. Das ist also alles andere als eine Grippeepidemie, sondern es ist wirklich dramatisch, was da in Italien passiert ist im Jahr 2020. Und wir sehen eben auch, dass diese Grippewellen von ganz alleine wieder runtergehen. Während also dieser explosive Anstieg in Italien, obwohl die Epidemie ja nur in einigen Regionen in Norditalien wirklich außer Kontrolle war, dann eben auch runtergegangen ist, nachdem diese massiven Kontaktbeschränkungen in Italien eben in Kraft getreten sind. Und dann hat man das einigermaßen in den Griff gekriegt und hat mit einem ganz, ganz langen Schwanz, bis die Sterberate auch wieder runtergegangen ist, weil eben viele Leute auch erst einige Wochen später versterben, nachdem sie eben infiziert worden sind. Ähnliches Bild jetzt aus den USA, aus New York. Das Gestrichelte ist das langjährige Mittel der Sterberate. Auch da sehen wir, dass es immer so im Winter so einen kleinen Anstieg gibt durch Grippe und Erkältungskrankheiten. Das Rote sind die tatsächlichen Zahlen im jeweiligen Jahr. Wir sehen also, es gab eine relativ starke Grippewelle in den USA in 2018, eine relativ schwache in 2019. 2020 auch durchschnittlich bis etwas schwächer. Ja, und dann kommt der April 2020, wo wir also eine Unzahl von Todesfällen in New York mehr hatten. Also wirklich ein ganz, ganz dramatischer Anstieg. Und das muss man sagen, New York ist halt auch aufgrund meiner Verbindung zu dieser Stadt schon was mir persönlich sehr nahe geht. Wenn man dann Bilder gesehen hat von
von dem Feldlazarett der Nationalgarde im Central Park, was ja nicht das einzige Notfalllazarett war, was also durch das Militär in New York gebaut werden musste, um diese vielen Erkrankungen irgendwie zu bewältigen. Oder dass also Krankenhäuser und Bestatter einfach Lebensmittelkühlwagen angeheuert haben, um die ganzen Leichen noch bewältigen zu können. Hier ist eine Aufnahme aus Queens. Es gab auch in einem anderen Teil von Queens dann den Fall, dass die Kühlung von zwei von solchen angemieteten Kühllastern dann irgendwie ausgefallen ist und dann die Leichen wirklich mitten in der Stadt angefangen haben zu verwesen. Das sind ganz, ganz üble Geschichten, die da in New York passiert sind. Und da muss man sagen, waren wir in Deutschland doch in einer sehr, sehr glücklichen Lage, dass wir rechtzeitig da einschreiten konnten und rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen konnten. Was natürlich nicht alle Leute so gesehen haben. Und die Leute, die das nicht so gesehen haben, haben sich im März, April noch sehr, sehr gerne auf den Euromomo bezogen, den europäischen Mortalitätsmonitor. Also im Prinzip einfach ein Tool, mit dem man die Sterberate in unterschiedlichen europäischen Ländern sich angucken kann. Und da sagten diese Leute also dann eigentlich im April noch immer, ja, also man sieht ja in Deutschland überhaupt keinen Anstieg bei der Sterberate. Und das war für Deutschland auch richtig. Also wir sehen hier sozusagen die Abweichung der Sterberate von der normalen Streubreite. Und da war Deutschland mit Ausnahme von Hessen bemerkenswerterweise, obwohl die großen Ausbrüche in Bayern und Nordrhein-Westfalen ja eher waren, sehen wir, dass in Deutschland wir keine nennenswerte Abweichung von der Sterberate hatten, von der durchschnittlichen Streubreite, weil es eben in Deutschland die Situation relativ gut unter Kontrolle war. Aber in anderen Ländern in Süd- und Westeuropa war die Abweichung von der Sterberate also um mehr als das Zehnfache der normalen Streubreite. Also wirklich ganz, ganz dramatisch angestiegene Todesraten, Gesamttodesraten über alle Todesursachen hinweg. Wir sehen eben auch, wenn wir dann ein bisschen weiter gucken, wie sich das dann weiterentwickelt hat, nachdem diese Länder dann doch zum Teil mit sehr rigorosen Maßnahmen dagegen vorgegangen sind, haben die das eigentlich alle in den Griff gekriegt. Wer es nicht in den Griff gekriegt hat, waren die Länder, die es am Anfang nicht ernst genommen haben und die versucht haben, eben ohne entsprechende Maßnahmen drumherum zu kommen und die eben am Anfang auch auf eine gezielte Durchseuchungsstrategie gesetzt haben und gesagt haben, wir schützen nur die Risikogruppen. Das ist ganz massiv in die Hose gegangen, sowohl in Großbritannien als auch in Schweden. Und Schweden war ja immer so ein bisschen das Musterland der Verharmloser. Da muss man aber jetzt sagen, in der Zwischenzeit hat sich also doch Schweden auch sehr, sehr deutlich klar geworden, dass Schweden das einfach ganz massiv falsch angegangen hat und sehr vermeidbar sehr, sehr viele Menschen da gestorben sind. Mal ein bisschen einen Blick darauf, wie sich sowas weiterentwickeln kann und warum das so ein Problem ist, sowas zu managen. Ich bin hier einfach mal, das ist einfach mal selber gerechnet. Ich bin hier mal davon ausgegangen, von dem Niveau, das wir jetzt ungefähr haben, mit ungefähr 500 neu gemeldeten Fällen pro Tag. Also es geht jetzt nicht, beschäftige ich mich jetzt gar nicht damit, wie viele von diesen gemeldeten Fällen möglicherweise also wie groß die Dunkelziffer ist. Ich gehe einfach nur von der Statistik der gemeldeten Fälle aus und wir gehen jetzt mal davon aus, wir wären wieder auf einem Niveau der Ansteckungsquote, wie es vor dem Ausbruch, also zu Beginn des Ausbruchs war, dass jeder Infizierte im Schnitt drei weitere Personen ansteckt. Wenn wir da wieder hinkämen von diesem Niveau von 500 Leuten, das wir momentan haben, dann würde es mal gerade 3 Wochen dauern, bis wir wieder auf einem Niveau wären, wo eigentlich klar wäre, dass innerhalb von ein paar Tagen dann unser Gesundheitssystem eigentlich am Zusammenbrechen ist. Also das nur ist klar, dass wir auf eine Ansteckungsquote von 3 nicht wieder kommen werden, egal wie stark wir irgendwelche offiziellen Maßnahmen lockern, weil so viele Menschen einfach ihr Verhalten inzwischen geändert haben und auch so schnell nicht wieder von weggehen werden, dass wir auf 3 nicht wieder kommen werden. Also ich sag mal, ein relativ pessimistischer Fall, wo man wieder hinkommen könnte, wäre sowas von 1,4. Aber auch bei 1,4 muss man sagen, innerhalb von 2 Monaten wären wir wieder auf einem Niveau von 50.000, 60.000 neuen Fällen pro Tag. Und das ist ein Niveau, was unsere Krankenhäuser dann irgendwo nicht mehr bewältigen können. Also so in der Mitte dieser Grafik ist eigentlich so das kritische Niveau. Wenn man sagen kann, wenn wir ein bisschen über eine Ansteckungsquote von 1 kommen, so auf Richtung 1,2, das wäre sowas, damit könnten wir uns halbwegs, wenn wir im Herbst dahin rutschen, könnten wir uns damit halbwegs über den Winter retten, ohne dass es vollkommen katastrophal wird. Also das wäre so das Äußerste, was man über einen gewissen Zeitraum ertragen kann.
Was man dabei beachten muss, ist, dass das eben nicht so ist, dass jeder Infizierte 3 Leute oder 1,4 oder so ansteckt, sondern dass nach allen Studien, die wir momentan haben, so zwischen 80% und 90% der Ansteckungen von 10% bis 20% der Infizierten kommen. Das heißt, ein ganz großer Teil der Neuinfektionen geht auf das Konto sogenannter Superspreading-Events, wo eine Person oder einige wenige Infizierte ganz, ganz viele auf einmal anstecken. Das waren in der Vergangenheit bei uns typischerweise ja zuletzt das Arbeiten in Schlachthöfen. Das waren Gottesdienste, die ganz massiv zu Superspreading geführt haben. Und Tanzveranstaltungen und sowas in geschlossenen Räumen. Also extrem natürlich in Ischgl, die Après-Ski-Geschichten. Und das, also allein wenn man das im Griff halten kann, hat man eigentlich schon relativ viel erreicht. Aber wie sich ein solcher dramatischer Anstieg weltweit auswirkt, habe ich jetzt hier mal zusammengetragen. Der Anstieg der Gesamttodesfälle durch Covid-19 im Jahr 2020, mal zusammengerechnet bis zum heutigen Tag, wo wir etwa 650.000 Tote durch Covid-19 weltweit haben. Man sieht, dass das also relativ linear jetzt angestiegen ist die letzten paar Monate. Wenn das so weitergeht, dann werden wir irgendwo zum Jahresende auf 1,4 Millionen zusätzliche Todesfälle kommen. Es sieht aber im Moment, da es in vielen Ländern die Epidemie eigentlich jetzt erst richtig anfängt, wäre das schon ein sehr optimistisches Szenario und würde letztlich voraussetzen, dass wir in Europa beispielsweise keine zweite Welle haben und dass in den USA die zweite Welle sich irgendwie eingrenzen lässt, was im Moment ja auch noch nicht ganz klar ist. Wenn man dem jetzt mal gegenüberstellt, wie viele Leute sterben eigentlich weltweit in einem durchschnittlichen Jahr, ich habe jetzt einfach mal das Jahr 2017 rausgenommen, wenn man das über die letzten Jahre vergleicht, das ist relativ konstant. Wie viele Leute sterben eigentlich pro Jahr durch Kriege weltweit oder durch persönliche Gewalt oder durch Hunger, was wir so immer als die ganz großen Probleme der Menschheit sehen, dann sehen wir, dass Covid-19 die großen Probleme der Menschheit, die wir sonst so wahrnehmen, inzwischen relativ klar in den Schatten gestellt hat und in diesem Jahr mit Sicherheit auch AIDS in den Schatten stellen wird, Malaria schon jetzt übertroffen hat. Also das ist schon eine ganz dramatische Geschichte. So, wer sind jetzt die Leute, die das alles undramatisch finden? Der erste, der damit groß in Erscheinung getreten ist, war noch im März und dann Anfang April Wolfgang Bodark. Wolfgang Bodark, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Amtsarzt, jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt jemand, von dem man sagen würde, dass das irgendwie ein Extremist wäre oder sowas. Der dann zunächst mal Videos gemacht hat, wo er gemeint hat, naja, das sei ja alles nur eine Grippe und das sei ja alles irgendwie Stimmungsmache. Wenn man aber gesehen hat, wo der wirklich innerhalb von wenigen Tagen gelandet ist und wo er dann aufgetreten ist, dass er dann von Eva Herrmann interviewt worden ist, dass er bei Ken FM interviewt worden ist, dass er auf Klagemauer TV interviewt worden ist, die also auf ihren Konferenzen auch Holocaust-Leugnern ein Podium geben. Rubicon News, was auch ein ganz, ganz übles Verschwörungsmythenportal geworden ist. Also das sind doch die Leute, bei denen der aufgetreten ist, sind doch relativ klar außerhalb des demokratischen Spektrums anzusiedeln. Und recht bezeichnend fand ich auch von seiner Homepage den Satz, wir sind das Volk und wir haben ein gutes Gedächtnis. Also das ist jetzt ja nicht nur eine angedeutete Drohung, würde ich sagen. Der ist dann Ende April, Anfang Mai eher abgelöst worden von Bodo Schiffmann. Bodo Schiffmann, Leiter der Schwindelambulanz, was im Prinzip einfach nur seine private Praxis ist, in Sinsheim, auch bekannt als der Schwindelarzt, oder wir hatten hier der Flunkerarzt vorher im Vorgespräch. Also Bodo Schiffmann war dann der Nächste, der sich hinstellte und meinte, das sei ja alles ganz harmlos. Und wenn man mal schaut, was Bodo Schiffmann auf seinem Kanal also sonst so geteilt hat, sieht man, dass der auch also mitten im antisemitischen Verschwörungsmythensumpf drinsteckt und genau den gleichen Unsinn, wirklich widerwärtige Sachen teilt. Wie man ihn sonst auch bei Leuten wie Attila Hildmann oder sowas sieht. Und einfach um mal einen Eindruck davon zu geben, wie sich der Herr Schiffmann so äußert, habe ich mal ein paar Sätze zusammengeschnitten aus einem Video, was er so geteilt hat.
Und ich habe jetzt inzwischen auch rausgefunden, wie ich meinen Computerton freigebe. Ich hoffe, ihr könnt den Ton hören. Wenn nicht Ralf, dann grätsch bitte einfach mal rein und sag mir, wir hören nichts, aber ich starte es einfach mal so und versuche es nicht über mein Mikrofon zu machen, sondern einfach so. Also was man zwischendurch hört, worauf er sich bezieht, Ken Jebsen, Rubicon News, Nuoviso TV, CryptoWeb, das sind alles so rechtsesoterische Kanäle, über die irgendwelche Verschwörungsideologien verbreitet werden. Einfach nur zur Einordnung dessen, was er da gleich sagen wird. Und ich finde es einfach bezeichnend, wie er sich äußert, in welchem Tonfall er sich äußert. Und ich finde, das hilft sehr, sehr gut einzuordnen, wo man den politisch verorten muss. Halten Sie uns im Auge, so wie ich Sie im Auge behalte. Ich mag den Joker. Ich mag Ken Jebsen. Ich mag Rubicon. Ich mag Nuoviso. Ich mag Kryptowelt. Glauben Sie mir eins, mit den ganzen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ich habe dort keinen einzigen Nazi getroffen. Aber ich treffe im Moment ganz andere, die in diese Richtung fassen würden. Die verordnen Masken. Masken. Ja, also er hat bei diesen ganzen Leuten keinen einzigen Nazi getroffen. Das ist, sagen wir mal, aus seiner Perspektive heraus, vermutlich auch kein Wunder, dass der Nazis nicht erkennt, jedenfalls nicht als Nazis erkennt, wenn sie ihm begegnen. So, das also zum Thema der Verharmloser und wie harmlos die Verharmloser selber sind. Die Frage ist das alles eine gesteuerte Plandemie? Ist das alles, was inszeniert ist? War das alles von langer Hand vorher geplant? Das ist eigentlich was auch immer auf diesen Demonstrationen erwähnt wird und was da irgendwie rauskommt. Und die erste Frage, auf die wir dazu eingehen sollten, ist, woher kommt dieser Gedanke? Wo wird das verbreitet? Und da sieht man, das wurde schon verbreitet Ende Januar. Also wirklich, als die Krankheit noch gar nicht bis nach Europa vorgedrungen war. Und zwar jetzt hier auf einem Online-Shop für rechtsradikale Hetzartikel, einfach nur um das mal einzuordnen. Da kann man also sogenannte Stolperaufkleber Merkel-Opfer bestellen, wo also in Nachahmung der Stolpersteine zum Gedenken an Holocaust-Opfer man dann die Namen irgendwelcher Mordopfer missbrauchen kann, die durch Straftaten von Ausländern irgendwie ums Leben gekommen sind. So, die schrieben jedenfalls schon, also das nur mal zur Einordnung, aus welcher Szene das jetzt kommt. Und die schrieben also schon im Januar, 3 Monate vorher hätte Bill Gates vorhergesagt, es würde 65 Millionen Tote durch Corona geben. Und worauf bezieht sich das mit den 65 Millionen Toten und mit Bill Gates? Nun, das bezieht sich auf das Event 201, was letztlich eine Fallstudie war, die im Oktober 2019 in New York in einem Hotel stattgefunden hat. Und da bekamen 15 Leute, Führungskräfte aus der Wirtschaft und der Politik, die Aufgabe gestellt, sich zu überlegen, wie man denn damit umgehen könnte, wenn man es mit einer groß angelegten Pandemie zu tun hätte. Und da kursierte eben im Rahmen der Beschreibung dieses Szenarios die Zahl, es könnten 65 Millionen Menschen weltweit sterben. Was Bill Gates mit dieser ganzen Veranstaltung zu tun hat, ist, dass seine Stiftung zu den Finanziers dieser Veranstaltung gehört hat. Und wie bedeutend diese Veranstaltung tatsächlich war, sieht man, wenn man sich diese 15 Teilnehmer mal anschaut und mal einen rausgreift, den man sozusagen aus einer deutschen Perspektive irgendwie einordnen kann. Das war nämlich Martin Knuchel, der ist Leiter des Krisen- und Notfallmanagements bei der Lufthansa. Also da kann man so sehen, das ist so mittlere Management-Ebene, Abteilungsleiter-Ebene. Also sind jetzt nicht die ganz großen Wirtschaftslenker, die da waren, sondern halt die Fachleute aus den Unternehmen, von denen sich da 15 getroffen haben, um sich Gedanken darüber zu machen, wie man mit einer Pandemie umgehen könnte. Eine zweite Äußerung, warum das alles von langer Hand geplant gewesen sein müsste, ist jetzt von Bewusst TV, Joe Conrad, Organisator von Reichsbürgerkonferenzen auch schon gewesen, der also in einem seiner Videos sagte im März dann, interessant ist auch, dass es schon einen Katastrophenplan der Bundesregierung von 2012 gab, in dem sogar die Corona-Pandemie durchgespielt wurde. Also offenbar ist es auch das etwas, was schon länger geplant ist. Worauf bezieht der sich da? Nun, er bezieht sich auf
eine Risikoanalyse zum Bevölkerungsschutz 2012, die Anfang 2013 veröffentlicht worden ist, in einer Bundestagsdrucksache. Und in dieser Risikoanalyse, Bericht der Bundesregierung an den Bundestag, ging es also in erster Linie um ein extremes Schmelzhochwasser in den Mittelgebirgen und in zweiter Linie um ein Szenario einer Pandemie durch ein modifiziertes SARS-Virus, also eben durch ein Coronavirus. Und also man sieht, das war halt eins von diversen Kapiteln da drin. Und die Frage, was wäre, wenn man sich wenn man sich auf so eine Katastrophe irgendwie einstellen müsste. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, dieses Event 201 beschäftigte sich mit einer möglichen Pandemie durch ein Coronavirus. Diese Bundestagsdrucksache beschäftigt sich mit einer möglichen Pandemie durch ein Coronavirus. Warum ausgerechnet in beiden Fällen ein Coronavirus? Und da ist einfach die Frage, also dass die Politik sich grundsätzlich mit Pandemien beschäftigt, Pandemien hat es immer wieder gegeben, die wird es wahrscheinlich auch immer wieder geben, das macht ja durchaus Sinn, dass man versucht, sich darauf vorzubereiten, sich überlegt, wie kann die Politik auf sowas reagieren. Und die Frage ist jetzt, mit welchen, ja, welche Pandemien kommen denn da in Frage? Also welcher Krankheitserreger könnte eigentlich so eine Pandemie auslösen? Ich sag mal, das Erste, was einem da so einfällt, ist natürlich eigentlich historisch die Pandemie überhaupt, die Pest. Die Pest gibt es auch immer noch. Es gibt ab und zu mal wieder Fälle in China oder in der Mongolei. Die können sich aber unter den heutigen hygienischen Bedingungen und auch durch Antibiotika eigentlich selbst in Entwicklungsländern nicht wirklich groß ausbreiten. Die Pocken sind ausgerottet. Es gäbe, falls es doch mal wieder einen Pockenausbruch irgendwo gäbe, gibt es einen gewissen Satz von Impfstoffreserven, die noch ausreichen würden, um sozusagen die fast überall auf der Welt 100 Kilometer Umkreis gegen Pocken zu impfen. Und hinzu kommt, dass die Jahrgänge bis ungefähr 1980 alle noch geimpft sind. Also ich bin gegen Pocken noch geimpft. Das wäre also es würde noch nicht alles zusammenbrechen, wenn wir eine Pockenepidemie hätten, einfach weil die Alten alle noch da sind. Ja, also irgendwann wird das nicht mehr der Fall sein, aber momentan, sind die Pocken eigentlich nicht das, wodurch alles zusammenbrechen würde. Dann gibt es so Erkrankungen wie Lepra oder TBC oder sowas, die sind mit Antibiotika schwieriger zu behandeln, auch wenn es bakterielle Infektionen sind. Die breiten sich aber auch wesentlich langsamer aus, sind eigentlich als Pandemien nicht die ganz großen Drohungen. Die Masern können sich wahnsinnig schnell ausbreiten, wenn sie auf Leute treffen, die den Masern noch nie begegnet sind. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass fast überall auf der Welt der allergrößte Teil der Leute die Masern entweder schon hatte oder dagegen geimpft ist. Insofern die Masern und ähnliche sogenannten Kinderkrankheiten sind da auch nicht das Problem. HIV ist eine Pandemie, aber es ist sozusagen eine Pandemie im Zeitlupentempo. Das breitet sich jetzt, also da hat man natürlich auch lange Zeit überlegt, wie geht man damit um und so weiter weltweit. Aber das breitet sich halt entsprechend langsam aus. Das heißt, die sind sozusagen für diese dramatischen, um das Durchspielen eines solchen dramatischen, schnellen Pandemieszenarios, sind das alles keine guten Modelle. Dann gibt es sozusagen diese Hollywood-Pandemien. Die hämorrhagischen Fieber, Ebola, Lassa-Fieber, Marburg-Virus, die machen so diese, das sind so diese Horrorszenarien, ja, also wo Leute irgendwie aus allen Körperöffnungen bluten und das breitet sich wahnsinnig schnell aus und die sind nach ein paar Tagen tot. Das hat aber in der Praxis tatsächlich auch immer dazu geführt, dass man es relativ schnell eingrenzen konnte. Also Ebola ist ein Problem, aber Ebola kann sich halt nicht, wie es Covid-19 erst getan hat, großartig unerkannt ausbreiten. Das erkennt man relativ schnell. Und das ist passiert bei diesen hämorrhagischen Fiebern, ist zumindest bis jetzt immer so passiert. Die müssten sich also ganz, ganz massiv ändern, damit so ein hämorrhagisches Fieber wirklich ein ernsthaftes Pandemiepotenzial hat. Also ich sag mal, um einen Ebola-Ausbruch einzudämmen, ist es zwar gut, wenn man ein modernes Gesundheitswesen hat, aber auch in sehr stark unterentwickelten Ländern, was man eigentlich braucht, um einen Ebola-Ausbruch einzudämmen, ist ein funktionierendes Staatswesen, das die Straßen schließen und Ortschaften abriegeln kann. Dann kann sich die Krankheit nicht weiter ausbreiten. Das ist im Wesentlichen die Art und Weise, wie man in Westafrika Ebola-Ausbrüche in den Griff gekriegt hat. Und deswegen gibt es Ebola-Ausbrüche eigentlich immer in Bürgerkriegsgebieten, überall, wo Chaos herrscht, wo Menschen vertrieben werden. Da kann sich Ebola ausbreiten. Aber es hat nicht das Pandemiepotenzial, was wir jetzt hier sehen. Und damit bleiben eben als die typischen Erreger, die Pandemien auslösen können, von denen wir wissen, dass sie Pandemien auslösen können, von denen wir auch schon vor
Covid-19 gesehen haben, dass sie Pandemien auslösen können. Einmal die Grippe und eben Coronaviren, von denen wussten wir es von SARS 2002 und MERS 2012. Beides Pandemien, die sich wieder totgelaufen haben, glücklicherweise. Aber ja, das ist der Grund, weshalb man, wenn man eine Pandemiestudie gemacht hat in den letzten Jahren, man eigentlich immer entweder von, eine ernsthafte, eigentlich immer entweder von Influenza oder von Coronaviren als Erregern ausgegangen ist. Und ja, dass eine Coronavirus-Studie eben nichts damit zu tun hat, dass man jetzt genau gewusst hat, was jetzt hier kommt. Eine relativ ähnliche Geschichte, dass nämlich Coronavirus mit Coronavirus verdreht wird, finden wir auf der Seite anonymousnews.ru. Und Anonymous News ist eigentlich typischerweise bekannt für ausländerfeindliche Hetze. Das ist eine Seite eines Deutschen, der nach Abchasien ausgesiedelt worden ist, also in den Putin-treuen Teil von Georgien und von da aus also seine Propaganda dieser Art hier verbreitet. Und der verbreitete auf seinem Kanal folgende Sache: Die Bill and Melinda Gates Stiftung hat nicht nur die Entwicklung des Coronavirus finanziert, das Coronavirus ist patentiert und in der Nummer so und so beim Europäischen Patentamt eingetragen. Das finde ich jetzt interessant, weil hier hat jemand wirklich recherchiert. Hier hat sich jemand Mühe gemacht, hier hat jemand diese Patentnummer rausgesucht und irgendeinen Vorläufer dieses Artikels geschrieben. Ich weiß nicht, ob das der Autor von Anonymous News selbst war oder ob er das von irgendwo übernommen hat. Aber da hat jemand beim Europäischen Patentamt nachrecherchiert nach diesem Patent. Wenn er aber diese Patentnummer gefunden hat, dann muss diese Person eigentlich auch mal kurz in das Patent reingelesen haben, um was es in diesem Patent eigentlich geht. Und dann muss dieser Person aufgefallen sein, dass das, worum es in diesem Patent ging, ein Erreger für Bronchitis bei Hühnern ist, der eben ein Coronavirus ist. Und da ging es eben um ein Patent für ein abgeschwächtes Virus, mit dem man einen Impfstoff für Hühner entwickeln könnte. Das hat mit Covid-19 schlicht und einfach überhaupt nichts zu tun. Und wer immer diesen Unsinn hier verzapft hat, muss das eigentlich auch gewusst haben. Also da muss man davon ausgehen, wie gesagt, wer das geschrieben hat, irgendeiner hat da jedenfalls bewusst Desinformation betrieben und nicht einfach nur Sachen durcheinander gebracht. Ja, auf Klagemauer TV, das war noch zu der Zeit, bevor das wirklich nach in die USA und nach Europa geschwappt ist, wurde dann noch verbreitet, das sei ein Virus, das hauptsächlich Menschen chinesischer Abstammung befällt und dass es dementsprechend ein amerikanisches Biowaffenprojekt zum Angriff auf China sei. Wenn man sich anguckt, wo die meisten Leute gestorben sind, muss man sagen, das ist ziemlich offensichtlicher Unsinn und man erkennt an solchen Sachen auch, dass es vollkommen schwachsinnig ist, so etwas als Biowaffe konzipieren zu wollen oder einsetzen zu wollen, weil wenn man eine Waffe entwickelt, mit der man jemanden angreifen will, dann muss man die Fähigkeit haben, sie auf jemanden zu richten. Eine dermaßen ansteckende Krankheit ist einfach als Waffe vollkommen untauglich, weil man sich selbst nicht davor schützen kann. Und die Frage ist SARS-CoV-2 überhaupt kann das überhaupt ein künstliches Virus sein? Das ist eigentlich ziemlich abschließend beantwortet worden, schon im März in einem Nature-Artikel, wo man sich also das Genom dieses Virus sehr genau angeschaut hat und letztlich zum Ergebnis gekommen ist, wenn man versucht hätte, ein Coronavirus möglichst ansteckend zu machen, man hätte alles getan, aber man hätte es nicht so konzipiert, wie das Ding aussieht. Also es ist tatsächlich eigentlich, wenn man sich das Genom anschaut, eher überraschend, dass das überhaupt ansteckend ist. Insofern, basierend darauf kamen die eben zum Schluss und das, sie sagen, unsere Analysen zeigen ganz klar, dass SARS-CoV-2 kein Laborprodukt und kein künstlich verändertes Virus ist. Jo, ist es denn nur ein Vorwand für eine Zwangsimpfung? Das ist was bei diesen Demonstrationen für meine Begriffe zunehmend aufgetaucht ist. Und zwar mit zunehmend auch mit immer unappetitlicheren Dingen. Meldung jetzt war gerade, dass beispielsweise die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden verboten hat, bei solchen Demonstrationen diesen Judenstern mit der Aufschrift nicht geimpft zu tragen. Ich vermute mal, dass auch der Slogan Impfen macht frei mit diesem KZ-Schild hier einem, also ich hoffe zumindest, dass es einem gewisse Gespräche mit den beaufsichtigenden Polizeibeamten einbringen würde. Also das, da wird wirklich in ganz, ganz übler Weise Propaganda gemacht und das extrem geschmacklos. Die Frage ist aber jetzt, ist es überhaupt vorstellbar, dass das und überhaupt realistisch, sich momentan über einen Impfzwang Gedanken zu machen? Und dazu
beigetragen, dass es um einen, dass über einen Impfzwang überhaupt geredet wird, hat sicherlich die Diskussion um den Immunitätsausweis. Es wurde auch immer auf den Termin im, im Mai verwiesen, als der Bundestag eigentlich über diesen Immunitätsausweis beschließen sollte, dann aber doch nicht zu beschlossen hat. Und dann gab es also die Diskussion, der Bundesgesundheitsminister wolle ja doch den Immunitätsausweis, und es dürfe keinen Immunitätsausweis durch die Hintertür geben, und alle möglichen juristischen Begründungen, warum das nicht so sein dürfte. Für meine Begriffe gibt es einen einzigen sehr guten Grund, keinen Immunitätsausweis zu haben, also einen, keinen Ausweis, der einem bescheinigt, dass man immun ist, weil man die Krankheit schon hatte. Es wäre ein extremer Anreiz dafür, sich absichtlich zu infizieren. Und wenn jetzt jemand denkt, das macht doch keiner, oh doch, es gibt Leute, die das tun, unter anderem den Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stefan von Dassel, der sich absichtlich mit dem Coronavirus infiziert hat und hinterher meinte, ganz überrascht feststellte, es sei doch wesentlich schlimmer gewesen, als er sich das gedacht hätte. Nun muss man allerdings das, die Frage, was das mit einem Impfzwang zu tun hat, beantwortet sich daraus allerdings nicht, weil so ein Immunitätsausweis wäre ja nicht die Bescheinigung einer Immunität durch eine Impfung, sondern es wäre die Bescheinigung einer Immunität dadurch, dass man die Krankheit schon hatte. Die Bescheinigung einer Immunität durch eine Impfung müssen wir nicht einführen, weil die haben wir schon. Die gibt's schon. Und also eigentlich hat diese ganze Diskussion um den Immunitätsausweis mit einer Verpflichtung zur Impfung wirklich überhaupt nichts zu tun. Wenn man gegen irgendwas geimpft ist, steht das im Impfausweis. Also das ist einfach unsinnig. So, und weil das eben auch in der Skeptiker-Szene immer ein Thema ist, will ich ganz kurz auf das Thema eingehen. Was ist eigentlich, wo sind wir eigentlich mit der Impfung, wo stehen wir? Weil ich die Diskussion eigentlich jedes Mal wieder führe und zuletzt gestern auf unserer Mitgliederliste geführt habe. Und mich eigentlich immer wieder ärgere. Insofern ganz, ganz kurz zum Stand der Impfpipeline. Wo sind wir heute mit der Impfstoffentwicklung? Also eine Entwicklung für Arzneimittel verläuft typischerweise in 4-5 Phasen. Das heißt, man hat die sogenannte präklinische Forschung. Das ist der größte Teil der Entwicklungszeit, wo sich das Ganze im Labor abspielt, wo man zunächst mal mit Zellkulturen arbeitet, wo man dann ins Tiermodell normalerweise geht. Danach kommt die klinische Phase 1. Da geht es eigentlich nur um die Frage, ist das Zeug giftig? Also fällt man davon wirklich innerhalb relativ kurzer Zeit tot um und macht es im Körper, kommt es im Körper dahin, wo es soll, beziehungsweise beim Impfstoff erzeugt der Impfstoff überhaupt eine Immunreaktion? In der Phase 2 ist dann die Frage, wirkt das? Beim Impfstoff wäre das also, ist diese Immunreaktion auch so, dass man dadurch vor einer neuen Infektion geschützt ist? In der Phase 3 geht es darum, hat man in den Größenordnungen, die man da untersuchen kann, also typischerweise einige tausend bis einige 10.000 Patienten, nennenswerte Nebenwirkungen, die man da schon finden kann, und stehen diese Nebenwirkungen einer Zulassung entgegen, und danach erfolgt dann in der Regel die Zulassung. Und nach der Zulassung gibt es dann eben die Anwendungsbeobachtung. Gilt für alle Erkrankungen. Und wenn wir jetzt die Zulassung für Covid-19-Impfstoffe so stark beschleunigt haben, dann heißt das nicht, dass wir jetzt Sicherheitsschritte ausgelassen haben oder dass wir jetzt Sachen, dass jetzt Impfstoffe zugelassen würden, die nicht anständig getestet wären, sondern man hat im Prinzip diese Phasen zum einen zum Teil parallelisiert, man hat einzelne Dinge übersprungen, man hat zum Beispiel bei vielen westlichen Tests in westlichen Ländern die Tiermodelle komplett wegfallen lassen. Also man ist aus den Laborversuchen, was man machen konnte, weil man die Tierversuche schon mit anderen, also mit MERS und SARS-Viren gemacht hatte, hat man praktisch einen Impfstoff nach dem Schema entwickelt, für das man mal angefangen hatte, MERS- oder SARS-Impfstoffe zu entwickeln, und ist damit nach der Laborphase direkt in den Patienten gegangen. Und auch die Patienten, da muss ich ganz ehrlich sagen, vor den ersten Probanden ziehe ich den Hut. Das ist sicherlich eine Sache, die hat man einem höheren Risiko ausgesetzt, als man das normalerweise mit Phase-1-Probanden tun würde. Das waren auch nicht irgendwelche Leute aus armen Ländern, denen man einen Haufen Geld bezahlt hat, sondern das waren zumindest bei den Fällen, die ich gefunden habe. Also die erste Probandin war eine amerikanische Mutter, Ende 30, Mutter von zwei Kindern aus Seattle, ganz normale bürgerliche Verhältnisse, die gesagt hat, ich mache das, weil das einfach wichtig ist. Also da war sicherlich das Risiko ein bisschen höher. Die nächste Beschleunigung ist, dass man praktisch die Phase 2 und die Phase 3 parallel macht in einer Studie. Also man untersucht gleichzeitig, wirkt das und hat es Nebenwirkungen, was man normalerweise hintereinander machen würde.
Aber entscheidend für die Frage, ist das sicher, ist ja die Phase 3 und die Phase, eine Phase 3-Studie, auch eine ordentliche Phase 3-Studie wird bei allen Impfstoffen gemacht werden. Das Einzige, was man halt nicht so gut beobachten kann, sind Langzeiteffekte, weil man eben Langzeitbeobachtung eben nicht hat. Und man wird auch nicht wissen bei der Zulassung, wie lang schützt denn der Impfstoff jetzt tatsächlich, weil die Zeit zum Abwarten hat man einfach nicht. So, dann, was gibt's für Impfstoffe? Auch ganz kurz, die traditionellen Impfstoffe, mit denen wir normalerweise heute die allermeisten Impfungen machen, sind entweder Tot- oder Lebendimpfstoffe. Totimpfstoff heißt, nehme den Krankheitserreger, töte ihn ab, spritze den und lasse den Menschen dagegen eine Immunität entwickeln. Lebendimpfstoff heißt, ich töte den Krankheitserreger nicht ab, sondern ich nehme entweder eine Variante, die schwächer ist. Der erste Impfstoff überhaupt, Pockenimpfstoff, war ein Lebendimpfstoff, nämlich man hat mich Pferdepocken genommen. Oder man schwächt ihn so weit ab, dass er als nicht mehr gefährlich gilt. Und das macht man auch, vor allen Dingen in China und Indien wird mit Tod- und Lebendimpfstoffen geforscht zu Covid-19. Die sind auch relativ weit. Es gibt nur grundsätzliche Bedenken. Man weiß von anderen Coronaviren, dass es da, also von Coronaviren, die Tiere befallen und der Entwicklung von Tierimpfstoffen, dass es da teilweise gefährliche Überreaktionen gegeben hat. Deswegen hat man in westlichen Ländern und bei den großen global operierenden Unternehmen von diesen Tod- und Lebendimpfstoffen eher die Finger genommen. Man hat dabei halt, weil man den ganzen Krankheitserreger nimmt, keine Kontrolle darüber, gegen welchen Teil des Virus das Immunsystem reagiert. Und deswegen sieht man halt die Gefahr dieser, damit erklärt man sich die Gefahr dieser Überreaktionen. Deswegen versucht man eher mit einzelnen, gegen einzelne Bausteine, meistens das sogenannte Spike-Protein, also das Teil des Virus, mit dem das Virus sich Zugang zur Zelle verschafft, eine Immunität zu schaffen. Entweder indem man das Protein selbst spritzt und hofft, dass mit einem Impfverstärker zusammen und hofft, dass das Immunsystem darauf entsprechend reagiert. Oder dass man DNA, also menschliches oder bakterielles Erbgut, in den Körper einbringt, in der Hoffnung, dass der Körper das, wogegen er dann eine Immunität produzieren soll, erstmal selbst produziert. Oder das in Form von Viruserbgut macht, aber wieder auch nur dieses eine Protein, gegen das man die Immunität haben will. Oder was eigentlich so das Trickreichste ist, man nimmt ein Vektorvirus, also man nimmt ein anderes Virus, typischerweise ein Virus, das Schnupfen bei Affen hervorruft, sich aber in menschlichen Zellen überhaupt nicht vermehren kann. Verändert das gentechnisch so, dass es an der Oberfläche dieses Protein des SARS-CoV-2-Virus hat. Also man verkleidet das sozusagen als SARS-CoV-2-Virus und das Immunsystem erkennt das zunächst mal tatsächlich als Virus. Da ist etwas Feindliches und damit reagiert das Immunsystem relativ gut darauf. Also das sind so die Ansätze, die alle momentan verfolgt werden. Und wir wissen momentan nicht, welche Art von Impfstoff sich durchsetzen wird. Wir wissen auch nicht, welcher Hersteller sich durchsetzen wird. Wir wissen nicht, welches Projekt sich durchsetzen wird. Es sind insgesamt über 170 Projekte momentan in der Entwicklung. Davon werden vermutlich so 2, 3, 4 irgendwie letztlich diejenigen sein, die zugelassen werden und die auch eingesetzt werden. Was man kennen könnte, sind aus Deutschland, ist also zum einen die Open Corona Kollaboration. Da ist das Universitätsklinikum Gießen-Marburg unter anderem beteiligt, liest man ab und zu mal in der Zeitung drüber. Die sind allerdings von ihrer Ausrichtung her so, dass sie keine Industrieunternehmen beteiligt haben. Und die sind von ihrem Zeitplan her so, dass sie hoffen, im nächsten Jahr ihre ersten Patientenstudien zu machen. Da muss man ganz ehrlich sagen, stellt sich dann die Frage, ob man das dann wirklich noch muss. Dann gibt es BioNTech, eine Firma aus der Nähe von Mainz, die kooperieren mit Pfizer. Da ist also auch entsprechend Power dahinter, das dann auch zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Die sind ziemlich weit. CureVac ist die Firma, wo Dietmar Hopp beteiligt ist, wo es irgendwie im April mal Schlagzeilen darum gab, dass angeblich Donald Trump sich die Rechte an dem CureVac-Virus irgendwie sichern wollte oder für die Produktionskapazitäten für die USA sichern wollte, wo dann Dietmar Hopp gesagt hat, das machen wir nicht. Und also ganz ehrlich, die sind auch noch relativ weit davon entfernt, ein Produkt zu haben. Wenn wir uns die großen Impfstoffhersteller anschauen, das sind so die global in großen Mengen Impfstoffe auf den Markt bringen können, sieht man, dass die Pfizer und AstraZeneca mit ihrem Produkt mit der Universität Oxford relativ weit sind. Die sind tatsächlich schon in der Phase 3. Moderna übrigens startet die Phase 3 heute. Fand ich auch ganz spannend.
Während ein paar andere, sagen wir mal, relativ weit hinterherhängen von den Großen. Da wird man aber sicherlich feststellen, also wenn einer von den ganz Kleinen, die haben ja teilweise überhaupt keine eigene Produktionskapazität, wenn die ein Produkt haben und das herstellen, das hergestellt werden muss, dann werden die Großen irgendwie, denke ich, alle daran beteiligt sein. Also ich glaube nicht, dass wir einen großen Impfstoffhersteller weltweit haben, der nicht gefordert sein wird, hier mit dran zu partizipieren. Und man muss auch sagen, die werden sich keine goldene Nase daran verdienen. Also AstraZeneca hat eine Vereinbarung mit der EU, dass sie den Impfstoff zum Selbstkostenpreis liefern werden. Und das werden sie auch müssen. Also das wird sicherlich eine teure Geschichte werden, aber es ist auch eine aufwendige Geschichte für die Hersteller. Also die ganze Geschichte, dass man da das alles irgendwie inszeniert wäre, um da mit den Impfstoffen wahnsinnig viel zu verdienen, das kann man im Großen und Ganzen vergessen. Dann eine Frage, die immer wieder aufkommt, brauchen wir überhaupt eine Impfpflicht? Also und da ist die Frage, wie viel Impfquote brauchen wir eigentlich? Also die ungebremste Ansteckungsquote wäre bei 3. Also ein Infizierter steckt 3 Nicht-Infizierte an, vorausgesetzt, die sind nicht geimpft. Das kann man sich leicht ausrechnen, wenn man nicht will, dass die Zahl der Infizierten ansteigt, müssen 2/3 der Leute geimpft sein. Also ungefähr 67% brauchen eine funktionierende Impfung. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sind denn die Impfquoten in Deutschland gegen Tetanus zum Beispiel, dann sieht man, dass 96% der Deutschen gegen Tetanus geimpft sind und 71% der Deutschen auch eine aktuelle Tetanusimpfung haben. 86% der Deutschen sind gegen Polio geimpft. Von den jungen Frauen sind 80% gegen Röteln geimpft. Also eigentlich würde man sagen, solange die Leute einigermaßen verstehen, dass diese Krankheit gefährlich ist und die Impfempfehlung einigermaßen ernsthaft vertreten wird, muss man sich eigentlich keine Gedanken darüber machen, dass wir auf diese 70% kommen werden. Wofür braucht man dann überhaupt eine Impfquote? Nun, eine Impfpflicht hat man gebraucht für die Pocken, nämlich um sie auszurotten. Die Impfpflicht gab es auch schon sehr, sehr lange. In Bayern gab es eine Impfpflicht gegen Pocken ab 1807, in Deutschland von 1874 bis 1982 mit Unterbrechungen in der Nazizeit. Und nachdem die Pocken dann ausgerottet waren, hat man die Impfpflicht abgeschafft. Und die Idee bei den Masern ist eigentlich auch nichts anderes. Wir haben momentan eine Masernimpfquote bei der Einschulung. 97% der Kinder sind einmal geimpft, 93% sind vollständig geimpft. Und um die Masern auszurotten, wegen der extrem hohen Ansteckungsquote bei Masern, bräuchte man halt eine Impfquote, dass mehr als 98% der Kinder vollständig geimpft sind. Das wäre das, wo wir hin müssen. Und dafür denkt man die Impfpflicht an, wobei ich persönlich nicht der Auffassung bin, dass das eine sehr gute Lösung ist. Ich habe, als diese Impfpflicht beschlossen wurde, im vergangenen Jahr gesagt, das wird Reaktanzen auslösen gegen andere Impfungen. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Also die Entscheidung ist gefallen. Die Impfpflicht ist dieses Frühjahr eingeführt worden. Schauen wir mal, wie es da jetzt weitergeht. So, dann gibt's das Thema mit dem Mobilfunk. Die Frau hatte 5G auf ihrem Plakat. Woher kommt verdammt nochmal die Vorstellung, dass Covid-19 etwas mit 5G zu tun hat? Nun, die stammt ursprünglich aus dem Januar aus einem Forum für koreanische Popmusik. Da hieß es also, Wuhan war die Provinz, in der 5G eingeführt wurde und jetzt ist da dieser Krankheitsausbruch. Und tatsächlich ist im Herbst 2019 in Wuhan 5G eingeführt worden, genauso wie in 50 anderen chinesischen Großstädten, darunter eben auch Peking und Shanghai, wo es keine Covid-19-Ausbrüche gab. Und der zweite Beleg aus diesem Artikel in diesem Popmusikforum war halt eine Liste von 54 Krankheiten, von denen amerikanische Soldaten gesagt haben, die hätten sie aufgrund von Radarwellen bekommen oder von Mikrowellen aus Radargeräten bekommen. Und darunter eben auch Lungenentzündung, aber eben auch Haarausfall, Fehlgeburten, Leukämie und schmerzende Hoden. Von meines Wissens alles keine Erkrankungen, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden. Also es ist einfach eine willkürliche Liste von Symptomen und eins von 54 passt halt zufällig, genauso wie eine von 50 Städten halt zufällig Wuhan war. Also das ist logischerweise kein vernünftiger Beleg. Diese Geschichte ist dann tatsächlich unter Verweis auf diesen Artikel weiter zitiert worden, zunächst mal von dem Verschwörungsblog Anilogical Uncensored und dann über den auch nach Europa gekommen und in Deutschland verbreitet worden. Da hat man dann Dinge dazu gedichtet, beispielsweise weitere Belege dazu gedichtet, beispielsweise dieses Event 201, diese Simulation einer Pandemie in New York, war gleichzeitig mit der Militärolympiade in Wuhan. Naja, die ging über den halben Oktober 2019. Ja,
Und was heißt das, dass das gleichzeitig war? Dann, es gibt Biotechnologiefonds und IT-Startups, die das Geld von den gleichen Venture-Kapitalfonds bekommen. Das ist sicherlich richtig, aber ja, was heißt das? Bill Gates kommt aus der IT und spendet für Impfungen. Das ist natürlich ein ganz klarer Zusammenhang zwischen Covid-19, wogegen es noch keine Impfung gibt, und 5G-Mobilfunk, mit dem Bill Gates wirklich nur ganz am Rande zu tun hat. Dann Biotechnologie nutzt Mikrowellen, um Zellwände durchlässig zu machen. Das ist die sogenannte Elektroporation. Das stimmt tatsächlich, dieses Verfahren gibt's. Allerdings braucht man da Feldstärken, die so beim 10.000-fachen bis 1.000.000-fachen der Energie von Mobilfunk sind. Und in der deutschen Version des Artikels kommt dann auch vor, 5G sei eine Ultraschallwaffe. Da muss man dann mal sagen, Moment, also 5G, da handelt es sich um elektromagnetische Wellen. Bei Ultraschall handelt es sich bekanntermaßen um Schallwellen. Was haben diese Leute gemacht, als in ihrer Schule der Physikunterricht stattgefunden hat? Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wer das verbreitet hat, dass 5G und Covid-19 zusammenhängen, waren die Anthroposophen, beispielsweise Thomas Cohen, der stellvertretende ehemalige Vizepräsident der amerikanischen Ärztevereinigung für anthroposophische Medizin. Dessen Argumentation ist auch spannend. Nach Cohen fällt jede Pandemie der letzten 150 Jahre zeitlich mit einem Quantensprung in der Elektrifizierung zusammen. Beispiele dafür liefert er genau zwei, nämlich einmal die spanische Grippe, die mit dem Entstehen des Funkverkehrs im Winter 1917-1918 zusammenhängt. Laut Cohen, dann habe ich mal versucht herauszufinden, was denn im Winter 1917-1918 beim Funkverkehr passiert sein sollte. Und das ist absolut nicht nachvollziehbar. Also der Funkverkehr hat sich irgendwie entwickelt im Zeitraum von 1895 bis 1925. Woran der das jetzt an dem einen Winter festmacht, ist mir vollkommen schleierhaft. Dann erzählt er noch, dass Metalle im Körper, also beispielsweise Aluminium aus Impfstoffen, als Antenne wirken und diesen Effekt verstärken würde. Nun haben einige ältere Impfstoffe mal Aluminiumsalze enthalten. Aber dass es einen Unterschied gibt zwischen und Metallstangen können natürlich als Antenne fungieren. Dass es aber einen Unterschied gibt zwischen Metallen und Salzen, das müsste man selbst im Medizinstudium gelernt haben. Das scheint dem Herrn Cohen irgendwie nicht klar zu sein. Also wir streuen uns ja kein Natrium auf unser Frühstücksei. Ja. Also da fehlt es einfach naturwissenschaftlich an den allersimpelsten Grundlagen. Was man von Anthroposophen sonst eher hört, ist, dass Covid-19 ein karmischer Ausgleich für das Leid in der Massentierhaltung sei und dass das Virus nicht die Ursache, sondern ein Abfallprodukt der Krankheit sei. Das hat schon Rudolf Steiner gesagt, dass Viren nicht Krankheitsursache sind. Also das... Aus der anthroposophischen Medizin kommen schon sehr, sehr merkwürdige Dinge. Ich muss auch sagen, je mehr ich mich mit Anthroposophen beschäftige, desto weniger komme ich aus dem Kopfschütteln raus. Warum konnte sich das so verbreiten? Das konnte sich so verbreiten, weil gegen 5G schon seit mehr als einem Jahr massiv agitiert worden ist aus dem Bereich rechtsesoterischer Verschwörungsmedien. Da kursierten also solche Videos wie Angriff auf unsere Zirbeldrüse durch Fluorid und 5G-Strahlung mit 5G in eine strahlende Zukunft. Warum 5G hochgefährlich ist. 5G ist Gefahr für Leib und Leben. Ein anrollender Tsunami, Zerstörung von Mensch, Tier und Natur durch 5G-Strahlung. Ein globaler Mikrowellenherd, alle 200 Meter ein Sender. Das Ausrottungsereignis, Kriegserklärung gegen die Menschheit. Und relativ viel davon war jetzt wieder von Klagemauer TV, die kennen wir also schon, Freunde von der Holocaust-Leugnerin Sylvia Stolz. Dass das vollkommen unsinnig ist physikalisch, dass 5G tatsächlich etwas mit Covid-19 zu tun haben kann, das muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Dass 5G sich nicht wesentlich von anderen Kommunikationsmitteln unterscheidet, die wir momentan haben, ist immer noch mal eine ganz interessante Sache. Wenn man hier die Frequenzen anschaut, das komplette Funkspektrum, wir wissen hier oben bei den extrem kurzen Wellenlängen kann es Krebs auslösen, bei extrem niedrigen Wellenlängen können durch induzierte Ströme halt so Schmerz und Spasmen mit dem Körper auftreten. Und dazwischen kennen wir die Effekte, die biologischen Effekte, die da auftreten, es führt nämlich zu einer Erwärmung. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wo in diesem Frequenzband liegt jetzt der heutige Mobilfunk, wo liegen heutige Schnurlostelefone, wo liegt das WLAN? Und wo liegt das 5G, wie es momentan eingeführt worden ist? Das ist genau der gleiche Frequenzbereich. Das ist alles überhaupt nichts Neues. Auch die Modulation ist die gleiche wie beim heutigen Mobilfunk.
Also es ist biologisch, gibt es da überhaupt keinen Unterschied und überhaupt keinen Grund, warum da was anders sein sollte. Es ist für die Zukunft mal irgendwann angedacht, dass man ein 5G-Band irgendwo anlegt im Bereich 30 Gigahertz. Das wäre dann, es hätte dann deutlich weniger Reichweite, dementsprechend auch deutlich geringere Sendeenergien. Dafür bräuchte man halt dann die Sender deutlich dichter aneinander. Das wäre ein Verstärkernetz, was man dann also, sag mal, in Köln in der Innenstadt in 2-3 Straßen in der Fußgängerzone aufstellen würde. Da würde man auf dieses andere Netz gehen, einfach damit man mehr Sendestationen damit abdecken kann oder mehr Empfänger damit abdecken kann. Das ist aber alles Zukunftsmusik, da weiß man noch nicht mal genau, bei welchen Frequenzen das denn passieren könnte. Und selbst wenn, auch das wäre biologisch vollkommen harmlos. Ändert nichts daran, dass es während der 5G-Zeit eine Welle von Anschlägen auf Mobilfunkstationen gab, erst in Großbritannien, dann auch in den Niederlanden, und dass sich da allerlei Medien draufgestürzt haben. Also Business Insider ist jetzt so die Springer-Version und RT Deutsch, die machen so ein bisschen, also auch RT Deutsch verbreitet ja nicht Verschwörungsglauben so unmittelbar im Sinne von, dass es wahr, sondern RT Deutsch sagt halt, ja, da gibt es diese Verschwörungstheoretiker, die glauben ganz, ganz komisches Zeug. Und ja, auch in Deutschland sind ja Leute irgendwie skeptisch. Und das, also da wird dann immer so ein bisschen hintenrum geheimdienst. Also RT Deutsch, dieser russische Staatspropagandasender, die, also wie gesagt, das ist mehr so was Ungenaues, so ein bisschen Schwammiges, was die halt dann immer verbreiten. Jo, und jetzt wird's ganz bunt. Donald Trump gegen die Mächte der Finsternis, QAnon. Das ist etwas, was man, also wir sehen hier auf dem Schild aus Fulda, der Deep State, der da auftaucht. In Pforzheim auf der Demonstration lief jemand rum mit einem T-Shirt, wir sind Q, Deutschland 2020, oder das hier ist Berlin, WWG1, WGA, Adrenochrom, Q an WWG1, WGA. Was ist das jetzt? Taucht, wie gesagt, in Deutschland auf diesen Demonstrationen auf. Nun, der Hintergrund ist die Geschichte über eine angebliche anonyme Quelle Q, die interne aus dem Umfeld von Donald Trump seit 2017 auf irgendwelchen öffentlichen Imageboards postet. Also Tatsache ist, jemand verbreitet auf diesen Imageboards diese, also öffentlichen Internetseiten, wo man sich nicht namentlich anmelden muss. So ist einfach der Hintergrund davon. Also jeder kann sich heute Q und morgen Klaus Dieter nennen. Und übermorgen Philipp und das und da irgendwelche Sachen behaupten. Die Kernhandlung dieser QAnon-Geschichte ist, dass eine weltweite Verschwörung pädophiler Satanisten die Welt beherrscht, alle Medien kontrolliert, das Showgeschäft kontrolliert und alle westlichen Politiker kontrolliert, außer Donald Trump. Und Trump wird da drin zu einer seltsamen Erlöserfigur, zu einem Messias, der immer irgendwie kurz vor dem Endsieg über den Deep State oder die Kabale, ist auch kein Zufall, dass man da einen hebräischen Begriff dafür verwendet, steht. Und aber komischerweise kommt dieser Endsieg halt nie. Ja. Und diese Anhänger identifizieren sich eben über dieses große Q oder über den Hashtag WWG1, WGA, Where We Go One, We Go All. Das seltsame Englisch spricht jetzt auch nicht unbedingt für diese Leute. Und Geschichten, die da zum Beispiel kursieren, ist Angela Merkel sei Hitlers Enkelin oder praktisch alle Anschläge, die es so gibt, über die amerikanischen Schulmassaker, der Amoklauf von München und so weiter, das ist alles vom Deep State inszeniert. Dann die Geschichte unter dem Stichwort MK-Ultra, versklavte Kinder werden von irgendwelchen Satanisten zu gedankenkontrollierten Erwachsenen herangezogen. Was insofern vor allen Dingen perfide ist, als MK-Ultra tatsächlich also ein Forschungsprogramm in den USA in den 50er Jahren war, ein militärisches Forschungsprogramm, wo man versucht hat, Leute über Psychopharmaka irgendwie zu beeinflussen und gefügig zu machen. Da ist aber nichts dabei rausgekommen und das ist in Untersuchungsausschüssen alles in den 70er Jahren schon aufgearbeitet worden. Das ist also alles tiefste Vergangenheit. Aber dadurch, dass sozusagen das Schlagwort einen realen Bezug hat, verleihen sie sich damit eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und eine der neueren Geschichten ist also, in unterirdischen Tunneln würde also aus Kinderkörpern ein Verjüngungsmittel namens Adrenochrom für die Kabale gewonnen, woraus dann also irgendwelche reichen Leute sich ewige Jugend damit erhoffen. Nun muss man sagen, Adrenochrom ist ein Oxidationsprodukt von Adrenalin. Das lässt sich mit jedem beliebigen Oxidationsmittel aus Adrenalin herstellen. Und für Adrenalin hatte die Firma Höchst schon 1907 ein Patent, um das großtechnisch herzustellen. Das heißt, also wenn man Adrenochrom ernsthaft haben wollte,
könnte man das also tonnenweise relativ billig industriell produzieren. Der Punkt ist einfach nur, es will keiner haben, weil man hat also mit Adrenochrom tatsächlich in der Vergangenheit experimentiert, hat versucht, ob das irgendwelche arzneilichen Wirkungen haben und hat festgestellt, ja, es hat eine Wirkung, es löst Psychosen aus. Das ist aber auch die einzige Wirkung. Und da die wenigsten Leute Psychosen haben wollen, ist einfach, also es gibt weder einen Grund, sich Adrenochrom irgendwie künstlich reinzupfeifen, noch gäbe es, wenn man es denn haben wollte, einen Grund, das irgendwie aus menschlichen Körpern herzustellen. Es geht sehr, sehr einfach industriell. Ändert aber nichts daran, dass sowas auch in Deutschland verbreitet wird, hier beispielsweise auf dem Freigeistforum Tübingen vom 2. April. Nein, es ist nicht vom 1. April, es ist auch keine Satire. Donald Trump, der also die Kinder da rettet, das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Die Kinder werden befreit von Donald Trump. Also das ist, wenn man sich jetzt fragt, wer glaubt solches Zeug, außer dem Freigeistforum Tübingen natürlich, unter anderem mehr als 20 Kandidaten, die bei der nächsten Wahl für den US-Kongress kandidieren, die meisten davon Republikaner. Ich habe allerdings auch mindestens einen Demokraten auf dieser Liste gefunden. Wir müssen einfach mal Beispiele von dem, was die Leute auf ihren Homepages also teilen, wo sie also mit irgendwelchen QAnon-Plakaten da posieren. Wer auch daran glaubt, sind Javier Naidoo und Sido, und sich offiziell dazu bekannt haben. Und wer auch daran geglaubt hat, war Tobias Rathjen, der Attentäter von Hanau. Also man sieht sehr, sehr schnell, wohin das abgleitet. In Bezug zu Covid-19, also als Covid-19 dann kam, wurde das natürlich in dieses QAnon-Narrativ eingebaut. Zunächst mal hieß es also, dass das NATO-Manöver 2020 eine Maßnahme zur Befreiung Europas sein sollte. Also da marschiert, also jetzt sollte also jetzt Donald Trump in Europa einmarschieren und die Kabale in Europa, zu der natürlich auch Angela Merkel gehört, dann vertreiben. Und dann hieß es also erstmal, Covid-19 sei ein Vorwand, dass also die Eliten abtauchen können, wenn dann also die Truppen von Trump einmarschieren. Das ist bekanntermaßen nicht passiert. Ja, wo dann auch gesagt wird, das war wegen Covid-19 natürlich. Und dann hieß es, als dieses Feldlazarett im Central Park aufgebaut wurde, hieß es, das sei eine Befreiungsaktion, um diese Adrenochrom-Kinder aus einem geheimen Tunnel unter dem Central Park zu befreien. Das war die Geschichte, die dann auch Javier Naidoo verbreitet hat. Also alles in allem sehr, sehr bizarr und sehr, sehr wirr. Aber wo kommt das alles her? Nun, zunächst mal muss man sagen, dass Hass auf die Medizin bei Pandemien nichts Neues ist. Das ist eine Karikatur, die stammt aus der russischen Grippe Ende des 19. Jahrhunderts. Und auch da sieht man also in der Mitte die Professoren und die Obrigkeit, die also gemeinsam mit dem Tod da marschieren und die diversen Mittelchen, die man damals verordnet hat, tanzen also fröhlich außenrum. Also die Medizin im Bund mit dem Tod, die also diese Pandemie da inszeniert. Alles schon mal da gewesen. Auch dieses Adrenochrom-Thema, das Buch kann man übrigens ganz normal bei Amazon bestellen. Hier 500.000 Kinder verschwindet jedes Jahr mit Adrenochrom als Erklärung. Adrenochrom-Kinder sind ihre Droge. Und dieses Bild mit diesem Blutgefäß hier, das hat also doch ganz klare historische Wurzeln. Wenn man jetzt einfach mal ein Stückchen zurückguckt, das ist eine Karikatur aus dem Stürmer von 1932, wo hier Juden den blonden Kindern da das Blut abzapfen, um daraus irgendwelche Gebräue zu brauen. Also es ist ein ganz klares antisemitisches Motiv, was wir im Stürmer gesehen haben, Anfang der 30er Jahre. Aber das hat sich dieser Phipps, der Zeichner des Stürmer, auch nicht ausgedacht, sondern das hat er noch von noch älteren Quellen übernommen. Das hier ist aus der Bavaria Sancta aus dem 17. Jahrhundert. Wieder die Juden, die also den christlichen Kindern das Blut abzapfen und auffangen, um damit ihre Rituale zu machen. Und das geht also noch viel weiter zurück. Das ist jetzt hier 14. bis 15. Jahrhundert, also das geht wirklich bis ins Mittelalter, dieser Blutmythos zurück, der hier als ganz altes antisemitisches Motiv auftaucht. In diesem Adrenochrom eben. Oder auch wenn wir hier jetzt Bill Gates sehen mit der Giftspritze in der Hand, der angeblich Patente für jedes Virus hält und
Was wirklich heilt übrigens ist natürlich Chlordioxid, MMS, also die Bleichmittel. Das ist das Wundermittel überhaupt und Oreganoöl. Auch das Motiv ist nicht neu mit diesem Menschen mit der Spritze. Wenn wir jetzt uns anschauen, das hier ist wieder der Stürmer aus den 30er Jahren mit dem jüdischen Arzt, der also da das blonde Kind impft, mit der etwas skeptisch dreinblickenden Mutter und dem Satz, es ist mir sonderbar zumut, denn Gift und Jud tut selten gut. Also da sehen wir auch, dass auch da wieder eine ganz enge Verknüpfung dieser Anti-Impf-Propaganda mit antisemitischen Motiven da ist. Und auch das geht noch viel, viel weiter zurück den Brunnenvergifter-Mythos aus der Zeit der Pest, der eben schon damals zu Pogromen gegen Juden geführt hat. Also ganz, ganz alte Motive, die hier einfach direkt wieder aufgewärmt werden. Und wenn man jetzt sagt, naja, Bill Gates ist doch gar kein Jude, das ist egal. Also wer nicht jüdisch ist, wird jüdisch gemacht. Man findet immer irgendwie Gründe, weshalb es eben auch, ich es sehr, sehr zutreffend finde, warum, wie Michael Blume schreibt, der Antisemitismus uns alle bedroht. Es geht nicht darum, dass jemand tatsächlich Jude ist, es geht um das semitische Denken, es geht eigentlich um das aufgeklärte Denken, um Wissenschaftlichkeit, um Offenheit, ja, um das Wissen an sich. Und wenn wir uns das jetzt auf den Demonstrationen anschauen, tauchen diese Leute auf solchen Demonstrationen tatsächlich aus. Das sind jetzt mal ein paar Bilder hier, einmal aus Chemnitz mit der schwarz-weiß-roten Fahne und dieser Gruppe hier mit diesen sächsischen Fahnen. Das ist die Corona-Demo in Stuttgart mit der Reichskriegsflagge. Wir haben hier die Demonstration in Berlin, diese auch wieder schwarz-weiß-rote Fahnen und hier diese rote Fahne mit dem schwarz-goldenen Balkenkreuz, das ist relativ beliebt in der Reichsbürgerszene. Und das T-Shirt hier habe ich auch nochmal in groß, ich bin Preuße gemäß Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Das ist die Frankfurter Anti-Corona-Demo mit schwarz-weiß-roten Fahnen. Das ist am 9.5. in Nürnberg die NPD, Deutschland lässt sich nicht verbieten. Gewaltbereite Hooligans vereinnahmen Demonstrationen in Pirna und hier der Hitlergruß auf der Corona-Demonstration in Mannheim. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, vereinnahmen diese Leute eine Demonstration, die von jemand anders gemacht wird? Also ist das tatsächlich so, dass das Demonstrationen sind von Leuten, die sich Gedanken um die Freiheit und um Bürgerrechte machen und dass das von irgendwelchen Rechten übernommen wird? Oder sind das eher Demonstrationen, die von Rechten und Verschwörungsideologen inszeniert werden und bei denen vielleicht auch ein paar Demokraten mitmarschieren? Das hat im Fall der Schweiz jemand mal wirklich nachrecherchiert, der sich angeschaut hat, wer sind die Leute, die diese Demonstrationen anmelden. Und der kam zum Ergebnis, es sind tatsächlich Demonstrationen, die von Verschwörungsgläubigen und Neonazis organisiert werden und es sind vielleicht ein paar Demokraten, die da mitmarschieren. Das habe ich für Deutschland nicht in der Form machen können. Das kostet einfach mehr Zeit, als man ehrenamtlich aufbringen kann. Was ich mal gemacht habe, ich habe mir angeschaut, wie sieht denn das auf Facebook aus? Wie sieht das bei den Gruppen aus, die auf Facebook zu solchen Demonstrationen aufrufen? Ich habe einfach mal auf Facebook in die Suchfunktion das Stichwort Corona eingegeben und mir die ersten drei Gruppen rausgegriffen, die ich da gefunden habe und mal angeschaut, wer administriert diese Gruppen und was teilen die Leute, die diese Gruppen administrieren, öffentlich auf Facebook. Also nicht an ihre Freunde, sondern öffentlich. Das sind jetzt nicht alle Administratoren, die man da findet. Also manche teilen auch, also bei dieser Gruppe hier Corona-Wahrheiten gab es zwei Administratoren. Die eine teilte nichts öffentlich, der andere teilt tatsächlich Dinge öffentlich. Und da schreibt er, hier entschuldigt er sich unter anderem dafür, dass er ein AfD-Video geteilt hat, aber nicht etwa deshalb, weil für sein Publikum die AfD zu rechts wäre, sondern weil für die AfD zu staatstragend ist. Dann teilt er hier was von Patrioten gegen die NWO, da teilt er was von Deutsches Kaiserreich und hier teilt er also ein Video von Christoph Hörstel, dem Vorsitzenden der Reichsbürgerpartei Deutsche Mitte. Hier ist also bei der Gruppe ist schon mal relativ klar, wer da dahinter steht. Dann haben wir hier die Gruppe Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und der Administrator dieser Gruppe teilt also hier erstmal was aus gemeinsam gegen die neue Weltordnung, dass die Medien alle das Stichwort Verschwörungstheorie nur inszenieren, um Wahrheit zu diskreditieren. Raus aus der Matrix ist auch so ein typisches
typisches Schlagwort aus der Verschwörungsszene. Hier bezieht er sich auf QAnon. Hier teilt er wieder Patrioten gegen die neue Weltordnung, die wahren Mächte, Volksverrat. Und zu einem Zeitungsartikel darüber, dass es Anschläge auf 5G-Sendemasten gibt, kommentiert er also: endlich, lasst sie brennen. Auch da ist relativ klar, wer hinter dieser Gruppe steht. Und die Facebook-Gruppe Corona-Lüge, die erwachten, der hat also unter anderem hier 2018 ausländerfeindliches Zeug über FDP-Kandidaten geteilt. Als ebenfalls 2018 mal wieder über das Waffenrecht diskutiert wurde, hat er sein Profilbild geändert zu diesem Bild dieser netten Wumme mit der Aufschrift Problembürger. Und als es, ich meine, das war dann schon 2019, hieß Wir sind mehr, aus Protest gegen irgendwelche rechten Aufmärsche, hatte er eben auf seinem Profilbild draufstehen: Wir sind noch mehr, aufstehen gegen Linksfaschisten. Das heißt, man muss doch ganz klar sagen, das sind keine Demonstrationen von Demokraten, sondern hier haben wir es ganz klar mit Initiativen aus der rechten und verschwörungsgläubigen Szene zu tun, die hier eben versuchen, ja, Leute, die sich möglicherweise tatsächlich Gedanken um Grundrechte machen, irgendwie mitzuziehen. Gut, ich mag auch gar nicht mehr an der Stelle jetzt groß weiter darauf eingehen, weil die Zeit schon relativ fortgeschritten ist und das Thema, wie geht man mit Leuten um, die sowas erzählen, können wir ein andermal eingehen, finde ich. Das eine oder andere davon werdet ihr von mir in nächster Zeit ohnehin noch zu hören bekommen. Ich schließe erstmal damit ab, verweise auf meine Bücher, die natürlich dieses aktuelle Thema noch nicht drin haben, verweise vor allen Dingen dazu auf den aktuellen Skeptiker, verweise auf den nächsten Skeptiker, wo noch einiges zum Thema Covid-19 Verschwörungsmythen kommen wird. Und ja, ansonsten könnt ihr mich auch bei Fragen oder Diskussionsbedarf gerne noch später kontaktieren.